Leute! Was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der LandsTV und hinter diesem epischen Hintergrund steckt natürlich etwas, denn es ist morgen soweit. Das Spiel der Spiele. Sturm gegen Salzburg. Vergessen wir den letzten Sonntag. Ehrlich, drauf geschissen. Entschuldigt meine Wortwahl. Okay? Es ist ein ganz neues Spiel. Es ist das Cup-Finale. Unser SK Sturm, unsere Schwarz-Weißen, dieses Wappen hier. Wir stehen im Finale, im höchsten Cup-Wettbewerb in der österreichischen Liga, was man da gewinnen kann. Abgesehen eben von der Meisterschaft. Und ja, wie gesagt, der letzte Sonntag ist vergessen. Auch die Ligabilanz erwähne ich an der Stelle gar nicht. Nur ganz kurz positiv erwähnt, wir haben Salzburg schon geschlagen. Und so viele Mannschaften haben das in dieser Saison ja noch nicht zustande gebracht. Und morgen... Es wird ein Hexenkessel. Es wird die geilste Stimmung, die ihr euch vorstellen könnt. Nicht nur die Fanclubs, das ganze Stadion wird für eine richtig geile Atmosphäre sorgen. Die Salzburger, okay, werden ein bisschen vertreten sein mit, keine Ahnung, 4, 5 Hanseln, aufgestockt mit ein paar Nullen natürlich, aber im Endeffekt ja. Die werden schlotternd und bibbernd nach Hause gehen und nicht wissen, wie ihnen geschehen ist. Okay, hört mir da gut zu. Wir sind Sturm. Wir sind Graz. Es ist mir egal, wie viel Geld die Salzburger haben. Es ist mir egal, mit wie vielen Punkten sie jetzt Meister geworden sind. Aber wir haben eins, was die Dosen niemals haben werden. Wir haben Herz. Und an das müsst ihr denken. Esse fehlt, scheiße, aber da sind noch genug andere am Platz. Wir werden das packen, Burschen. Ihr werdet es packen, okay? Taktisch braucht man sich da gar nicht weit aus dem Fenster lehnen. Die Salzburger werden offensiv spielen. Wir haben auch unsere Qualitäten, egal wer am Feld steht. Egal, ob da Zweier-Goalie auf einmal spielt, weil Siebenhandel sich irgendwie den Finger verstaucht hat. Ganz egal, was auch passieren wird. Unsere Jungs werden sich zerreißen. 90 Minuten, 120 Minuten, wenn es sein muss. Und wenn es ein verdammtes Elferschießen gibt, dann werden wir das verdammt nochmal auch gewinnen. Also Burschen. Morgen, alle nach Klagenfurt, jeder, der keine Karte noch hat, holt sich eine, egal woher. Und dann marschieren wir dort ein, wie eine Armee. Okay? Also, in diesem Sinne, war es das dann auch schon wieder von mir. Und wir sehen uns morgen in Klagenfurt. Und natürlich hier bei der LandsTV. Euer Elias. Auf die Schwarzen! Und bis dann.